24. Spieltag in der Penny DEL. Topspiel an diesem Sonntagnachmittag zwischen den Adler Mannheim und den Grizzlies aus Wolfsburg. Die kommen mit 3 Siegen am Stück nach Mannheim. Auch die haben zuletzt 8 Siege aus den davorliegenden 10 Spielen geholt. Und so geht's los hier in dieser Partie rein mit einem ganz kuriosen Tor von Verteidiger Aki Ciamboa, der einfach mal die Scheibe von der Mittellinie Richtung Wolfsburger Tor chippt. Und dann landet sie im Tor, weil der Puck da springt und Justin Poggi ihn nicht festhalten kann. Mannheim in Führung, 10. Minute. Aber Wolfsburg mit einem sehr starken ersten Drittel und mit Laurin Braun. Der findet die Lücke da in der kurzen Ecke vorbei an Felix Brückmann. Weil hier Larkin der Puck an der Bande durchrutscht. Und Braun, der schaut erst, kann er passen? Nee, kann er nicht, weil Ciamboa seinen Mann hat. Und dann nimmt Braun den Schuss und holt den Ausgleich für Wolfsburg. 17. Minute verdient für die Gäste zu diesem Zeitpunkt. Die letzten Sekunden des ersten Drittels. Noch ein Angriff für Wolfsburg. Und die spielen das richtig gut mit Jordan Murray. Der hat viel, viel Zeit, da zu schauen, wo er den Schuss hinhaben will. Klasse Vorarbeit von Mahacek. Und Murray, der nimmt sich die Zeit und setzt die Scheibe 11 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels vorbei an Brückmann ins Tor zur 2:1 Führung. Bill Stuart, ja, nicht zufrieden mit dem ersten Durchgang, mit dem Spiel seiner Mannschaft. Das zweite Drittel. Akta macht das Spiel schnell. Chippt die Scheibe raus. Dann sind sich zwei Wolfsburger uneins. Und Nigel Doss, der weiß ganz genau, was er mit diesem Puck, mit dieser Vorlage anfangen soll. Startet hier durch. Und dann schaut er gar nicht mehr auf den Puck, sondern nur noch aufs Tor. Und setzt den Puck in die Maschen zum 2:2, 24. Spielminute. Hier, der guckt gar nicht mehr auf den Puck. Was hat der für ein Handgelenkschuss dahingelegt? Wolfsburg dann in Überzahl im zweiten Drittel, spielt das richtig klasse. Rakhshani wartet und wartet mit dem Puck am Schläger, bis der Passweg frei ist vors Tor. Und da steht dann Darren Archibald, der hält die Kelle rein. Und Wolfsburg schießt ein Überzahltor. Und das hat Seltenheitswert hier zu Hause in Mannheim bei den Adlern. Erst das dritte Gegentor der Adler in eigener Unterzahl. Der dritte Durchgang. Mannheim über Plachter, den Penny DL Topscorer mit dem Pass für McInnes. Und der mit einem super Handgelenkschuss. Und dem Ausgleich in der 46. Minute. Zweiter Punkt schon für Matthias Plachter. 7. Punkt damit für ihn in den letzten 4 Spielen. Und auch McInnes, der trifft weiterhin. 4. Spiel in Folge mit einem Punkt. Ausgeglichenes Spiel. Dann Mannheim in Überzahl. Zum ersten Mal in dieser Partie. Doss mit dem scharfen Pass vors Tor. Und dann ist David Wolf zur Stelle mit seinem 6. Saisontor. Erstes Poggi noch dran. Aber Wolf buxiert die Scheibe über die Linie. Die 51. Minute. Und was macht Wolfsburg? Wolfsburg nimmt zum Schluss den Torhüter raus. Spielt das gut. Spielt das geduldig mit Murray, mit Rakhshani. Und dann ist vor dem Tor wieder Darren Archibald zur Stelle. Fälscht diesen Schuss von Rakhshani ab. 13. Saisontor für Archibald. 59. Spielminute. 4:4. Leistungsgerecht ausgeglichen. Und dann gibt es noch mal ein Bulli kurz vor dem Ende im Wolfsburger Drittel. Holzer bringt die Scheibe zum Tor. Und was ist da los? Der Puck ist im Netz. Nigel Doss vor dem Tor fälscht die Scheibe entscheidend ab. 0,5 Sekunden vor dem Ende hält er die Kelle hier rein. Wahnsinnstor der Adler. Reguläres Tor für Mannheim. Und das ist der Siegtreffer für die Adler. Hey, ich glaube 59 habe ich schon erlebt. Aber 59, 800. erste Mal. Aber ich bin froh, dass er es geschossen hat. Nein, also es ist eigentlich eine Situation, bei der wir schlauer sein müssen, weil wir wissen, es sind nur noch 5 Sekunden auf der Uhr und wir können da die Scheibe in den Füßen halten oder gar nicht mehr abgeben oder komplett raushauen, dass es nochmal ein Icing gibt. Waren wir einfach nicht schlau genug am Schluss.
Wolfsburg verliert trotz eines ganz starken Auswärtsspiels. Und die Adler Mannheim bekommen zum dritten Mal in Folge 4 Gegentore eingeschenkt. Davor in 8 Spielen nur 11 Gegentreffer. Aber sie gewinnen am Ende gegen Wolfsburg im Topspiel des 24. Spieltages mit 5:4. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.